Das Wetterglück stand den Veranstaltern der zweiten Frühlingsspiele in der Schwarzenbergstraße am 29. April zur Seite. Bei strahlendem Sonnenschein konnten Jung und Alt unterhaltsame Spiele und Familienzeit genießen. Die Frühlingsspiele wurden 2015 von den Gewerbetreibenden und Gastronomiebetrieben der Schwarzenbergstraße ins Leben gerufen. Es geht uns ganz einfach bei den Frühlingsspielen, dass wir die Schwarzenbergstraße auf diesen Tag hochleben lassen, Kinder in die Stadt zu bringen, Spiele mit den Kindern veranstalten. Wir haben da heute von der Hupfburg bis über Dosenschießen, Drehfußball, die ganzen klassischen Spiele. Wir wollen auch ein bisschen damit bezwecken, dass wir die Kinder jetzt wieder wegholen von den Fernsehapparaten, von den Smartphones, was ja jetzt derzeit das Problem ist mit der Jugend. Einfach wieder rausgehen und miteinander spielen und was unternehmen. Die Verantwortlichen stellten ein wirklich tolles Fest auf die Beine, das auch für die Eltern mit Spaß und Spannung, aber auch mit attraktiven Sonderrabatten in den einzelnen Teilnahmebetrieben aufwarten konnte. Jeder konnte sich an den verschiedenen Spielen versuchen, aber speziell für die Kinder gab es einiges zu entdecken und zu erleben. Ja, mir gefällt's gut. Und dir? Mir auch voll gut, ich bin froh, dass das stattfindet. Also ich find's voll cool, dass es die Torwand gibt, Wurzlertisch und Tisch, Tennis, weil wir können da spielen. Einmal haben wir gefragt, ob wir spielen dürfen und dann haben wir gespielt ohne zum Zahlen. So überhaupt? Habt ihr ein Gratis-Spiel gekriegt? Ja, wir haben ein Gratis-Spiel gekriegt. Also dann haben wir noch eine Verlosung gekriegt. Also wir bleiben noch da, wir drei heute, halt, ich weiß nicht, der auch. Und wir bleiben bis zur Verlosung da, oder? Ja. Ja, und weiter. Dann wünsche ich euch viel Glück bei der Verlosung. Danke. Die kleinen und großen Gäste amüsierten sich sichtlich bei den Spielen, die schon aus dem Vorjahr bekannt waren. Natürlich haben sich die Veranstalter auch für das heurige Jahr wieder einiges einfallen lassen. Vom letzten Jahr von heuer ist dazu gekommen, dass wir ein Bobbycar-Rennen haben und auch ein Kasperltheater, wo die kleinen Kinder mit großen Ohren und großen Augen davor gesessen sind, vor ein Zicken zum Anschauen. Also mir hat es total Spaß gemacht, dass ich da dabei sein habe dürfen und dass wir das in der Organisation haben machen können. Das war ein Hit. Und was war für dich die Hauptattraktion an den zweiten Frühlingsspielen? Das war Spiel und Spaß für Jung und Alt. Alles wartete gespannt auf die Schlussverlosung, bei der es tolle Preise, gesponsert von den Gewerbebetrieben in der Schwarzenbergstraße, zu gewinnen gab. Gewonnen hat eine Mura Aktivgutschein im Wert von 300 Euro. Sanel Dedic! Wir haben das ja diskutiert, ob wir die zweiten Frühlingsspiele überhaupt machen. Das ist natürlich von den Murern natürlich gefragt worden, gibt es die Frühlingsspiele eh wieder dieses Jahr? Dann haben wir die zweiten Frühlingsspiele aufgelegt und dadurch heuer wieder das so gut angekommen ist, denke ich, dass wir die dritten Frühlingsspiele natürlich nächstes Jahr wieder durchführen werden. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt, Frühlingsspiele in der Schwarzenbergstraße.